Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir haben ein paar Aufnahmen verkackt. In welchen wir die Themse befreit haben, Teile von City of London, Nigel von der Polizei befreit haben und bei der Story ein bisschen weiter gemacht haben. Wo wir Miss Paddingway geholfen haben, ihre Omnibusse voranzubringen. Moment, heißt nicht eine 6 Minuten tote Padding? Ja. Pololo. Hosen sind rot. Hosen sind rot. Bololo. Hosen sind blau. Ich mach ein Schläfchen. Bitch, machst du nicht. Ich mach ein Schläfchen, schlafe. Ja, machst du nicht schlafe. Ich mach ein Schläfchen, weck mich um 19. Okay, es ist 19. Aber am nächsten Tag. Vorher schon aufwachen. Ich hoffe nur, dass nicht. Dass nicht um 2 Uhr oder sonst ist immer da unten was kommt. Au. Oh, eine Bierbude. Und Charles Dickens. Das machen wir gleich. Erstmal Bier nehmen. Wie schön Sie wiederzusehen, Mr. Dickens. Hält der Ghost Club eine neue Geschichte bereit? Wie der Zufall es will. Ja, folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Sie haben doch keine Angst. Lassen Sie uns beginnen. Fahr doch mit dem Wagen, Fabrizio. Willst du das jetzt Dickens, die über 400 Kilo, 400 Meter hinterher sprinte? Was zur Hölle? Einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im obersten Stockwerk stürzte, um den Missbrauch durch einen Onkel zu entgehen. Ihr Schreien der Geister von Augenzeugen mehrfach am Fenster sind zeigen. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, ein Kurleiter, der im Oberen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen. Der Schwimmung des zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner Frau. Wir haben so viel zu reden. Wie zu reden? Hä, ja, wie meinst du das? Es ist ein Let's Play und kein. Ja, Walkthrough. Sollen wir? Ja, was denn? Was soll man denn reden? Das ist irgendwie nicht so jetzt das Mega-Thema über kleine Kinder und Frauen und Geliebte und so einen Scheiß zu reden. Hugo, dieses unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt.
Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Und die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Okay. Nein, meine Kiste mitnehmen. Vielleicht warte ich hier, während Sie diese Verstörung gleich auf den Grund gehen. Ramm das kleine Kind. Nein, mit seinem kleinen schwachen Gebiss. Rauf, Fabrice! Ramm das Kind. Sag's Evie, nicht Mio. Shit, ich dachte. Ach, ich hab den Scheiß ausgekriegt. Ja. Lass mich los, du Kuh! Reizend. Jetzt sagt mir, was ihr bei dem Haus gemacht habt. Was geht dich das an? Raus damit! Schon gut, schon gut! Wir haben nach dem Schatz gesucht. Wir fanden einen Schlüssel für den Geheimgang. Welcher Geheimgang? Ja, ich hab es mit Jacob gemacht. Gibt es einen. Hm? Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Jacob hat gleich mal eine gegeben, ne? Ja, Jacob redet und friedlicher dich ja mit denen. Frauen halt. Schon nicht haben wir kommen. Oh, jetzt kann ich die Treppen hochsprinten. Hier ist das Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Hier. Die ist ein bisschen sehr angepisst gerade, habe ich das Gefühl. So geliebt, wie ich sie liebte. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib. Oh. Was jetzt? Mit Dickens wieder reden. Den das war mal richtig lange Bullshit. Den habe ich mal geschwind verprügelt. Hat irgendwie eine gute Climax zu machen für die Geschichte. Die steht jetzt hinterm Haus. Wofür hat man denn L1? Wird ja auch noch existent. Ja. Mitten in die Aufnahme reinplatzen, ich bin so professionell. Ja. Hast du aber alles verpasst. Der Mythos wurde entschlüsselt. Es gab keine Geister am Berkeley Square. Gut. Eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Erinnerungen zu Mord. Ich habe jetzt einigermaßen den Nachschlag jetzt zum Laufen gebracht und es lädt jetzt einfach ein Stück runter. Ich frage mich, ob ich es immer bete, dass es danach einfach irgendwie klappt. Ich habe nämlich ein extremes Problem. Charles Dickens. War halt gerade in der Nähe. Level 8 genug, okay. Hey, das hat nichts damit zu tun. Doch schon bei einem Gang. Oh Gott sei Dank, mir wurde schon langweilig. Däh. Doch, eigentlich schon. Hier, das hier, Level 8, das hat schon was. Nein. Moment, ich muss jemanden umbringen, da, oder? Ja. Du weißt schon, dass wir erst Level 6 sind. Level 6. Oh und draußen yeah. Geblitzt. Cool.
Blitzer hier. Wie voll der Baum einfach schon ist. Ich weiß nicht mal, ob wir da irgendwas die letzten paar Mal gemacht haben. Ich kann den herstellen, Frau. Ja, mach. Die Kosung des Alten. Das klingt so pädophil. Das ist fucking Waffe des Pädophilen. Das ist ein Tentacle. 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 Oh, es geht. So wenig Money. Hörst du es? Pistolen. Alter, was war das gerade? Was war das gerade für eine fette Knarre? Ja gut. Hatte die mehrere Läufe? Ja gut. Hörst du das da draußen? Das ist ein Donnern da. Das grummelt so. Donnern! It's out to fuck us all! Heart in the butthole! Das könnte ich jetzt theoretisch auch machen. Ja komm. Naja. Keine Lust, was zu klauen. Ich behalte den Bosch, was tun Sie hier? Haufen von Gegner wieder. Die Frage ist, wo kommt man da am leichtesten rein? Ist immer die Frage, ne? Und du willst schon Level 8 da machen mit Level 6. Weil er es kann. Da hat dich jemand bemerkt. Ja, ich. Ich gehe da einfach mal eine Runde sterben. Ne? Okay, thanks. Bye. Scheiße, die sind mir ja alle ein bisschen zu stark. Ich glaube, das mach ich später. Auf jeden Fall mal an. Ich würde mal sagen, du gehst zurück zur City of London. Ich überleg ja gerade, was ich mach. Warum sind wir eigentlich in so einem Fuckhorn-Gebiet? Weil... Penis. Nein, weil... Was können wir ja machen? Ich muss erst... Aussichtspunkt machen, Alter. Eigentlich ist er schon. Ich sehe keine Ereignisse, die ich machen. Macht halt einen Aussichtspunkt. Wer ist danach drin? Ich, ne? Das zählt ja aber nicht. Aussichtspunkt. Der Aussichtspunkt ist da, aber ich sehe das Ereignis nicht, was hier... Heißt nochmal hin und macht dann nochmal synchronisieren. Eigentlich, weil ich ja gerade die Aktivität mache. Wenn die abgebrochen ist, wahrscheinlich kann ich es dann sehen. Ja gut. Ja, stimmt. Okay. So ist es auch. Was ist das? Wollte ich noch eine Decke und ein Kissen? Atem liegt hier halb am Schlafen. Ja, und schaff willst eine Decke und ein Kissen? Nein. Jetzt kommt der ernsthaft. Klaus, ich von Fabrice eine Decke. Oh, ehrlich gesagt will ich an deiner Stelle nicht wissen wollen, was der alles mit der Decke getrieben hat. Die ist richtig schön kuschelig, ne? Ja. Richtig schön kuschelig. Die liegt nur neben dran.